Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich mich gerne mit dir zusammen schminken. Ich werde mich gleich erstmal abschminken, weil ich noch ein bisschen was von meiner Arbeit drauf habe. Aber ich möchte alles fresh in mein Gesicht machen. Vor allem möchte ich mich mit dir um diese wunderschöne Palette kümmern. Das ist die Anastasia Beverly Hills Sultry Palette, die ich von einer ganz, 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 ganz lieben Lady namens Mrs. X geschenkt bekommen habe und auch viele, viele andere Dinge aus dem Bereich, was sie mir so aus dem Bereich, aus dem Paket. Ich werde schon wieder ganz gerührt. Okay, also, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. So, ich habe ein bisschen Eyeliner und Mascara drauf, das habe ich heute Morgen drauf gemacht, aber das möchte ich gerne abschminken, weil ich eine andere Mascara mit dir zusammen testen möchte. Dafür benutze ich aktuell ja diese Norville Abschminkpads. Die habe ich mir letztens bei Amazon geholt und ja, hier von Revolution habe ich einen Ultra Cleanser, das ist ein ganz normaler Make-up-Entferner. Genau, und zwar habe ich mir diese Abschminkpads ja geholt, weil ich gerne in Zukunft auf diese Einwegdinger verzichten möchte und mich halt nur noch um Mehrwegsachen kümmern wollte. Und habe ich jetzt schon ein paar Mal verwendet. Ich packe die bei 60 Grad in die Wäsche und auch in den Trockner danach. Und ganz ehrlich, es funktioniert richtig gut. Ich mache mir immer ein bisschen was von dem Abschminkzeug dann auf das Pad, lege das kurz auf, wie ich das normalerweise halt mit einem ganz normalen Einwegpad auch machen würde. Dann warte ich ein paar Sekunden und dann reibe ich ganz vorsichtig. Das geht echt gut, ne? Vor allem, wenn ich mein ganz absolutes Alltags-Make-up oder mein bürotaugliches Make-up, sage ich mal, drauf habe. Und es ist fast schon weg, ne? Also das ist jetzt nur noch Feinheiten, die ich hier mache. Es ist total großartig. Natürlich liegt das zum einen an dem Augen-Make-up-Entferner an sich, also an dem von Revolution, an dem Ultra-Cleanser. Aber diese Pads sind auch echt toll, ne? Und was ich auch ganz nett finde, die verfärben sich nicht. Die sind einfach grau von Anfang an schon. Deswegen hast du da schon mal keine Last mit. Und dann hast du ja auch das Ding, dass die bei 60 Grad sehr gut gewaschen werden. So, ne? Ein bisschen minimal, das habe ich noch auf meinen Wimpern drauf, aber das mache ich nachher trocken ab. Und dann kann ich das Pad wiederverwenden, lege das auf mein Auge drauf, warte ein bisschen und nehme dann ganz vorsichtig die Mascara und den Eyeliner ab. Praktisch ist wirklich, dass du auch die Hand so reinschieben kannst und nicht jetzt irgendwie groß das Pad irgendwie festhalten musst, sondern einfach so direkt Finger drin, bam, fertig. Richtig geil. Dann hierdurch, dass du diese genähte Kante hast, kommst du auch super unter dein Auge. Ist echt angenehm. Ich kann es euch nur empfehlen. Steht unten in der Infobox. Ist keine Kooperation. Ich finde die Dinger einfach geil. Ja. Dann drehe ich mir das um, habe hier die trockene Seite und gehe dann noch einmal kurz drüber. So, und schon bin ich fertig. Ne? Also du siehst, ich habe jetzt nicht wirklich reiben müssen. Ich habe keine Rötungen, also ne, nicht mehr als sonst, so ein bisschen auf den Lidern, aber das habe ich immer, wenn ich da irgendwas mache. Ja, so, ne, das kommt dann einfach in die Waschmaschine. Ich sammle die dann immer und dann kommt das in so ein Säckchen und kommt das in die Waschmaschine und in den Trockner und alles ist tutti. Dann starten wir doch mal mit dem ersten coolen Produkt, was ich in dem Paket drin hatte. Und zwar ist das von Hello Body, der Coco Prime Shimmering Face Fluid Primer. Der kommt in so einem Pumpspender. Ich liebe Pumpspender. Verwendet habe ich den ja noch gar nicht. Deswegen gucken wir einfach mal. Ich würde tippen, dass der mir auch einen leichten Glow verleihen wird. Oh, da kommt ganz gut was raus. Bei einem Pumpstoß hast du so viel drin. Es ist sehr flüssig. Oh, das riecht ja richtig geil. Ich verreibe Primer dann gerne so auf meinen Händen und massiere das dann in mein Gesicht. Und ich merke, es ist echt enorm viel. Das ist sehr, sehr schön flüssig. Ja, so sieht das dann aus. Also ich habe wirklich einen schönen Glow dadurch bekommen, muss ich sagen. Man sieht es immer an meiner Nase und an meinen Wangen, wenn ich glänze. Also das sieht schon ganz cool aus, ne? Fresh. So, während das Ganze dann entsprechend einzieht, kümmere ich mich dann zuallererst um meine Augenbrauen. Da hatte ich ja in meiner Essence Surprise Box diese großartigen Schablonen drin und dazu passend verwende ich dann einfach den Essence Superlast 24 Hours Eyebrow Pomade Pencil Waterproof. Der ist ein bisschen dunkel für mich, aber wir kriegen das schon hin. Hatte ich in meinem Adventskalender drin von Essence, glaube ich. So sieht der dann aus.
Da hast du auf der Seite eigentlich ein relativ dickes Stiftspitzchen, sage ich mal. Und an dieser Seite hast du noch so ein Bürstchen, aber als Bürstchen nehme ich immer so von Ebelin, solche eigentlich Mascara-Bürstchen. So, die Schablone ist angesetzt. Muss ein bisschen straffer ziehen. Na, und dann male ich das vorsichtig aus. Schreib du mir doch mal gerne in die Kommentare, welches Augenbrauenprodukt du verwendest und welche Haarfarbe du hast, denn ich bin ja, auf der Suche nach dem richtigen Augenbrauenprodukt, weil das hier finde ich einfach zu dunkel. Das ist noch nicht so meins, ne? Also da bin ich noch auf der Suche nach dem perfekten und irgendwie ist manches für Blonde dann halt auch irgendwie zu rot oder irgendwie zu, weiß ich nicht, das gefällt mir nicht. Ich suche noch. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal damit an. Mit den Augen. Ja, ich habe jetzt irgendwie Bock, mit den Augen zu starten und die Foundation erst nachher drauf zu machen. Dafür mache ich mir als Lidschattenbasis einfach einen Concealer drauf. Da habe ich hier von Love den Effectful Concealer Pan Radiance Booster. Und ich habe vor, tatsächlich mit den Produkten, die mir die liebe Mrs. X geschickt hat, mehrere Looks zu schminken. Also ich habe hier heute die Soulfree Palette, dann habe ich eine Urban Decay Palette, die ich auch mit euch verwenden möchte. Und so dies und das. Ich werde euch auf jeden Fall verschiedene Sachen zeigen, die ich so im Alltag oder auch auf Party oder wo auch immer mit den Produkten anstellen möchte und nehme dich einfach mit. So, den Concealer, den verteile ich hier einfach auf dem Auge mit dem Finger, weil ich finde, das geht am einfachsten. Das ist jetzt tatsächlich ein sehr dezenter Concealer. Ne? Der deckt ganz dezent die Äderchen ab, aber er schafft auf jeden Fall schon mal eine Base, damit nachher alles besser hält. Das ist eigentlich jetzt gerade so der Effekt, den ich haben wollte. Dann nehmen wir uns das gute Stück einmal vor. Ist sie nicht wunderschön? Oh, freue mich drauf, die jetzt auf meine Augen zu machen, sagen wir es mal so. Ich nehme dafür einfach hier von Essence aus der Let It Snow Edition den abgeschrägten Pinsel und gehe hier in die Farbe Fresh. Und gebe sie mir einfach als Basiston auf mein Lid. Dann nehme ich die Farbe Twig. Aber nicht mit dem Pinsel, sondern mit dem hier von Real Techniques. Das ist der Deluxe Crease Brush. Und setze mir die Farbe Twig in die Crease. Lassen sich echt so schön verarbeiten, die Farben. Also, das gleitet so richtig darüber. Du machst dir keine Vorstellung, wie geil ich das gerade finde. Oh. Ich persönlich setze meine Crease ja immer etwas höher an, weil ich ja ein leichtes Schlupflid habe und möchte, dass quasi mein Auge geöffnet wird optisch. Und deswegen blende ich das dann generell immer etwas mehr nach oben und setze sowieso, dann, also ich gucke dann quasi hier in den Spiegel, gucke da gerade rein und gehe dann mit dem Pinsel über meinen Wimpernkranz und lasse den so vorsichtig darüber gleiten, damit ich quasi mir optisch eine höhere Crease setze. So, und dann blende ich das so ein bisschen nach oben hinweg. Das geht mit diesem Pinsel richtig gut. Und ich meine, über die Farben brauchen wir gar nicht reden, damit geht es auch richtig gut. Und ich habe nur einen Base-Ton und einen Crease-Ton auf dem Auge und finde es jetzt schon geil. Wenn ich jetzt diese beiden Töne so auf dem Auge habe, kann man sich in zwei Richtungen bewegen. Man kann entweder sagen, okay, wir gehen nochmal eine Stufe krasser und gehen dann wirklich in das etwas. Ich falle mal so ein bisschen in den Farbtopfschema, wenn man sich halt auch die Töne in der Palette anschaut. Dann wird man sich halt ein bisschen mehr auf Cyborg oder auf Bloom oder auf Rose Quartz, also ne, auf auf die Töne, die etwas auf dieser Seite sind, konzentrieren. Und wenn man sagt, nee, ich möchte heute ein bisschen nudiger unterwegs sein, dann nimmt man halt eher die Töne, die sich hier auf dieser Seite bewegen. Wobei man diese beiden hier, Dystopian und Rose Quartz, im Prinzip für beide nehmen könnte. Aber die Palette ist so aufgebaut, dass du im Prinzip zwei verschiedene Richtungen einschlagen kannst. Wir schlagen heute diese Richtung ein. Zuallererst nehme ich mir hier so einen Blenderpinsel von BH Cosmetics aus dem Rose Quartz Set, gehe in Dystopian rein und vertiefe noch ein bisschen meine Lidfalte. Also die Farbe Dystopian ist echt sehr, sehr dunkel. Die
mach dir ein sehr, 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 sehr dunkles Ja, Augen-Make-up. tatsächlich sieht man das sogar hier extremer noch als hier, wie krass das einfach das Auge öffnet, ne? Weil meine Lidfalte wird einfach nach oben gezogen, obwohl sie da überhaupt gar nicht ist. Als nächstes gehe ich mit so einem festgebundenen Pinsel, auch aus dem Rose Quartz Set, in die Farbe Bloom. Das ist dieses rosa-pink. Holla die Waldfee. Vorsichtig mal abklopfen und gebe mir das aufs komplette Lid. Mit diesem BH Cosmetics Crease Brush verblende ich hier oben nochmal alles miteinander. Mach ein bisschen was weg, was hier unten vielleicht runtergefallen sein könnte. Dann nehme ich meinen Finger und gehe damit in dieses Amber rein und gebe mir das hier außen hin. Einfach dran pressen in das äußere Drittel. Die Farbe Amber ist quasi so eine Art. Ach du meine Güte. Du ahnst es nicht. Das ist mal ein pigmentierter Schimmer. Damit hätte ich jetzt gerade nicht gerechnet. Wir müssen gleich ein bisschen umdisponieren. Alto Belli. Ne? Der ist krass. Butterweich. Das muss ich gleich noch ein bisschen besser verarbeitet kriegen. Das sieht ein bisschen merkwürdig aus, aber wir sind ja noch gerade erst am Anfang. Jetzt nehme ich die Farbe Rose Quartz. Oh, die ist so butterweich. Wahnsinnig schön. Und gebe mir die hier vorne hin. Oh, die ist toll. Und durch das Amber, was da drunter ist, schimmert die so schön. Und ich guck mal, die Farbe Cyborg, dieses Silberne, ne? Da. Das nehme ich auch mal auf meinen Finger und mache das mal nur so in die Mitte. Ja, das ist schön. Das ist nur so ein kleines Mini-Highlight. Wow. Also ich finde, dass die Farbe Amber auch wohl, die ich hier außen habe, auch sehr gut zu meiner Augenfarbe passt, ne? Denn ich habe ja grünbraune Augen, das verbindet das Ganze nochmal. So, und mit einem ganz sauberen Blendepinsel, den habe ich hier von BH Cosmetics, und der Farbe Fresh verblende ich einfach mal die Kanten oben, um das Ganze einfach ein bisschen softer zu machen und so ein bisschen dieses Harte rauszunehmen, was einfach ja da ist durch dieses sehr, sehr dunkle, durch die dunkle Crease. So sieht das Augen-Make-up dann jetzt erstmal aus, aber wir haben ja noch nicht den unteren Wimpernkranz. Wir haben so viel noch nicht. Ei, 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 ei. Ja, dann gehen wir jetzt mal über zur Foundation. Und da habe ich ja die Hourglass Vanish Foundation. Alto Belly, die hat mir Mrs. X reingelegt und sie ist wunderschön. Also ich finde dieses Packaging unheimlich hochwertig. Das Glas ist, finde ich, unfassbar. Die wird mir wahrscheinlich etwas zu hell sein. Deswegen habe ich hier noch von Alverde so Verdunklungsdrops, die ich nehmen werde. Und jetzt nehme ich mir hier ein Pöttchen. Das ist normalerweise so mein Maskenpöttchen. Und werde dann die Foundation da drin ein bisschen mischen. Da werde ich mir jetzt in das Pöttchen einfach mal so. Ja, komm, machen wir drei Pumpstöße von der Foundation reingeben. Ihr seht, dass die Foundation sehr dickflüssig ist. Ach so, das ist übrigens die Farbe Blanc. Einfach mal erstmal so ein bisschen was. Oha, komm rein. So, das ist jetzt so ein bisschen wie in einer kleinen Küche. So, dann nehme ich hier mein Augenbrauenbürstchen und nehme dann einfach den Stiel und vermische das mal miteinander. Könnte immer noch ein bisschen hell sein, aber wir gucken einfach mal. Ich gebe mir das hier mal so ein bisschen auf. Sieht relativ hell noch aus, aber oh, ich denke, wir sind jetzt mal mutig. Das sieht jetzt immer noch ein bisschen hell aus, aber wir müssen es ja auch noch ausblenden. Und soweit ich das ja auch gesehen habe, ist ja relativ deckend. Da müssen wir noch einiges raushauen. Ich nehme jetzt einfach mal hier auch wieder von Real Techniques so einen Pinsel. Das ist ein Export Face Brush und damit trage ich mir die Foundation einfach mal auf. So, die sieht jetzt relativ hell noch aus, aber wir werden ja noch aufbauen, ein bisschen mehr verblenden und. Also das sieht jetzt echt hell in der Kamera aus. Ich sehe ein bisschen aus wie ein Gespenst. Ich finde, dass die Foundation übrigens sehr, sehr gut riecht.
Ich mag das. Die riecht echt frisch und angenehm. Die gefällt mir. Und die lässt sich gut verteilen. Also, das muss man auch sagen, ne? Und ja, sie ist wirklich hell. Die ist wirklich hell. Aber wir gucken mal. Ich gehe ganz stark davon aus, dass mein Concealer gleich ein bisschen tatsächlich dunkler sein wird als die Foundation. So, die Foundation hat auch eine sehr gute Deckkraft. Also die ist sehr, ja, ne? Derbe Coverage. Also die deckt mir ziemlich viel ab. Ja, egal. Ich habe noch ein bisschen was in diesem Pöttchen drin, was ich jetzt aber gerade echt nicht mehr brauche, weil ich finde, dass ich genug auch habe. Ich werde das Ganze jetzt mal mit einem Make-up-Schwämmchen einblenden. Da habe ich von Real Techniques mein Lieblingsschwämmchen. Der ist so schön soft und ach. Mag den einfach. Der ist mir sehr sympathisch. Also auch wenn die Foundation jetzt wirklich noch sehr hell ist, ne, die muss ich definitiv noch ein bisschen dunkler kriegen, finde ich, dass sie sich schön meiner Haut anpasst und ja, sie wirkt wirklich total ebenmäßig, überhaupt nicht fleckig oder so. Also das ist sehr einheitlich. Aber ich sehe immer noch aus wie ein Gespenst. Egal. So. Das lässt sich jetzt ja natürlich auch ändern, ne? Als erstes benutze ich jetzt erstmal wieder den Concealer. Den habe ich ja eben schon verwendet. Übrigens ist das die Farbe Nummer 015 Wake Up Peach. Hat vorne diesen Puffel dran. Und den setze ich mir mal vorsichtig unter mein Auge. Unter meine Augen. Ich habe ja zwei. Ja, und das ist natürlich ein bisschen ungünstig, dass jetzt der Concealer ein bisschen dunkler oder gelbstichiger ist als die Foundation. Aber naja, dann nehme ich diese abgeflachte Seite von meinem Make-up-Schwämmchen und blende den Concealer ein. Gucken wir mal, ob der Concealer und die Foundation Freunde sind. Oh ja, das geht ganz gut zusammen, ne? Finde ich gut. Dann setten wir den Concealer einmal. Da habe ich hier von Nude by Nature ein Puder von ihr bekommen, von Mrs. X. Das ist das Translucent Loose Finish Powder und ja, ist halt ein loses Puder. Also das ist wirklich ein sehr, sehr loses Puder. Und da nehme ich mir hier auch aus dieser Into the Snow Glow Limited Edition einfach einen Puderpinsel. So, dann gehe ich hier vorsichtig mit dem Pinsel rein, nur so ein bisschen. Ein ganz bisschen abklopfen und dann gebe ich mir das vorsichtig unter mein Auge. Ich habe das ja schon mal gesagt, am besten vorher so ein bisschen das Setten, so ein bisschen mit dem Finger nochmal drunter gehen und dann das Puder dran pressen, dran tupfen, wie auch immer man das gerne macht. Mir fehlen manchmal so fünf Hände gefühlt. So, damit haben wir den Concealer gesettet und jetzt gehe ich nochmal mit dem Pinsel hier in das Puder und sette mein komplettes Gesicht und tupfe einfach das Puder hier so drüber. Schiete, ich wollte doch konturieren. Wir schaffen das, ne? Okay, die Stelle habe ich jetzt leider schon gesettet, obwohl ich das noch gar nicht wollte. Mist. Hey. Ich nehme mir nämlich hier die Kat Von D Shade and Light Konturpalette und wollte jetzt konturieren. Mist. Habe ich da schon so ein bisschen angefangen zu setten. Das wollte ich noch gar nicht. Ich habe hier so einen Pinsel, den habe ich mal irgendwann bei Amazon dabei gekriegt. So. Dann nehme ich mir diesen Ton hier auf den Pinsel und gebe mir den hier als Kontur hin. Das ist angenehm, es ist nicht so extrem. Das heißt, man kann das dann auch schön verblenden. Oh, schön. Der macht wirklich, wirklich eine schöne Kontur. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Ich versuche jetzt auch mal meine Nase zu konturieren mit diesem Oschi von Pinsel. Aber wie das bei mir immer so ist, wenn ich versuche, irgendwas zu verfeinern, mache ich meistens das Gegenteil. Das heißt, ich werde garantiert meine Nase jetzt dicker machen. Also die Foundation macht einiges hier an Blödsinn mit, was ich hier mit ihr treibe, ne? Mit diesem komischen Pinsel. Naja, ja, da sitzt jetzt auf jeden Fall die Kontur. Zu mehr traue ich mich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe jetzt hier konturiert, ich habe hier konturiert, ich habe so ein bisschen meine Nase konturiert. Oben werde ich nachher mit Bronzer arbeiten.
Hier habe ich ein bisschen schlecht verblendet, aber ich habe zurzeit auch so eine Problemhaut, weil die Sonne halt wieder rauskommt. Da eskaliert mein Hals dann immer ein bisschen. Also ich kriege dann immer so einen ganz leichten Ausschlag. Das ist halt wegen der Sonne. Finde ich schön. Die lässt sich schön verblenden. Und ich mag den Ton. Der hat eine schöne Kontur gesetzt. Ei, mag ich. So, jetzt kann ich meine Base aber setten. Das mache ich doch jetzt hier mit diesem schönen Puder, was mir übrigens echt gut gefällt. Die Verarbeitung ist nicht so geil, muss ich gestehen, ne? Also das macht nicht so unfassbar viel Freude. Aber weil ich lieber tatsächlich mit gepresstem Puder arbeite. Loses Puder bin ich ein bisschen zu ungeschickt. Und es pudert hier einfach nur alles rum. Also hier ist eine Wolke. Wahnsinn. Also das Puder vielleicht in einem anderen Pöttchen würde mir sehr gut gefallen, aber in dem kleinen Pöttchen ist es so, so schwer damit zu arbeiten. Also, puh, da, das ist schwer. Da saugt man sich hier zu und alles saugt man zu und oh mein Gott. Aber zum Finish muss ich sagen, es ist wunderschön. Es ist wie ein Weichzeichner-Effekt. Es ist wahnsinnig schön hier geworden, also wie meine Wange aussieht, meine Stirn. Ich habe ja fast keine Falten mehr, Leute. Das ist ja der Wahnsinn. So, jetzt komme ich zu meinem unteren Wimpernkranz. Und da möchte ich ganz gerne eine Mischung aus Dystopien und Rose Quartz aus diesen beiden Tönen tatsächlich mir hier unten ziehen. Das heißt, ich fange hier an mit Dystopien und gehe dann nachher über in Rose Quartz. Ich presse ihn mir dran und ziehe ihn mir dann langsam durch. Und ich ziehe dann ja immer ein bisschen auch höher, folge quasi meiner unteren Wasserlinie nach oben und ziehe dann so nach innen, damit ich quasi auch eine richtige Verbindung bekomme. Und das finde ich immer ganz schön. So, dann gehe ich in die Farbe Rose Quartz und setze ihn mir in die Mitte. So sieht das dann aus. Das gefällt mir ganz gut. Und ne? Dann hast du unten auch eine Verbindung. Ich werde auch nachher noch ein Inner Corner Highlight und ein Augenbrauen Highlight setzen, aber das setze ich mit meinem Highlighter, den ich gleich verwenden werde. Jetzt kommen wir aber endlich zu meinem Eyeliner. Und zwar habe ich hier von Oriflame The One Wonderliner. So, perfekt kann ja jeder, ne? Ich habe es jetzt mal ein bisschen dicker gemacht. Das sieht jetzt nicht so wunderbar aus. Aber naja, ich mache jetzt ein bisschen Mascara drauf. Hier habe ich Le Volume Revolution de Chanel. Das ist die Mascara, die hatte ich schon mal. Das ist eine kleine Probe. Die ist so witzig. Die sieht echt affengeil aus. Das ist so ein zylinderförmiges Bürstchen. Und die hat in dem Sinne keine wirklichen Borsten, sondern so Gumminoppen. Ja, die mache ich mir jetzt mal drauf. Ja, so sieht dann das fertige Augen-Make-up aus. Das gefällt mir schon mal enorm gut. Also die Mascara ist schon ziemlich heftig, ne? Also wenn ihr die nicht so heftig haben wollt, dann könnt ihr die auch nicht in drei Schichten auftragen, so wie ich das immer mache, sondern nur in einer oder in zwei. Und wenn euch da zu viel Produkt rauskommt, dann könnt ihr euch auch immer so ein Bürstchen nehmen, was ich eben auch für die Augenbrauen genommen habe, ne? Also das ist dann halt auch immer sehr effektiv. Ja, aber ansonsten intensiv, aber mega geil. Also mir gefällt vor allem, wie man halt diese Farben miteinander kombinieren kann und wie man die ausblenden konnte. So, noch sehe ich ein bisschen leichenmäßig im Gesicht aus. Das müssen wir ändern. Ich sehe gerade übrigens, dass ich hier ja noch meinen Brow Setter habe. Oh, von Benefit. 24 Hours Brow Setter. Und den mache ich mir jetzt mal drauf. Das habe ich nämlich ganz vergessen. Huch. Hehe. Das ist so ein kleines Bürstchen. So sieht der aus. Und ja, das bürstet man sich dann einfach über die Augenbrauen drüber. Es ist halt wie eine enorme Fixierung. Dann bleibt alles dort, wo es halt hingehört. Und dann nehme ich mir hier mal den Bronzer. Den Bronzer, den ich von der lieben Mrs. X mit reingelegt bekommen habe. Und zwar ist es der Creme-Bronzer in der Farbe 10 Bronze von Max Factor. Der ist richtig toll. Ich habe den auch in einer anderen Farbe schon da und finde den echt cool.
So sieht er aus. Dafür nehme ich mir hier meinen Real Techniques Bronzer Pinsel. Und ich stehe auf viel Bronzer, ihr wisst das. Und wärme mein Gesicht mal ein bisschen auf. Ich mache das auch gerne auf die Stirn, weil da kommt ja auch immer einiges an Sonne hin. Ansonsten unterer Wangenbereich und dann halt im I. Ha, guck mal, jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Farbe im Gesicht. Es könnte tatsächlich sogar noch ein bisschen mehr sein, aber im Großen und Ganzen gefällt mir das so schon mal ganz gut. Ja, Bronzer sitzt. Dann nehme ich mir einen Blush, den habe ich aus dem Trash-Paket von der lieben Bianca. Das ist einer von Essence aus der My Heart is Beating Like a Jungle Drum. Eine LE müsste das gewesen sein und der ist echt peachy. Der schreit auch wirklich, hallo, hier bin ich. Den habe ich auch noch nicht ausprobiert. Dann nehme ich mir von Luvia hier diesen abgeschrägten Pinsel. Huch! Okay, der ist, der hat viel Kickback. Dann tupfe ich nur vorsichtig rein. Und dann gebe ich das hier auf meine Wangen drauf. Oh, das ist aber schön. Eieiei, der ist richtig schön. Nehme ich sogar direkt ein bisschen mehr, denn es darf gerne ein bisschen mehr Farbe sein. Mm. Das gefällt mir, das finde ich gut. Das sieht schön rosig aus, ja. Ne? Das finde ich cool. So, Highlighter. Und zwar habe ich hier von Rival de Loop Young, den hatte ich oder hätte ich auch im Tausch-Trash-Paket mit der lieben Bianca gehabt. Aber ich hatte ihn ja schon da. Das heißt, einer davon wird ja an euch demnächst verlost. Und das ist meiner. Und den tragen wir doch mal auf. Der ist schon sehr, sehr heftig. Ja, der macht mich auch glücklich, ne? Den gebe ich mir hier schön auf. Oh. Der macht einen schönen, nassen Effekt. Und ich gebe mir gerne auch ein bisschen mehr nochmal, weil ich den super schön finde. Ich gebe jetzt hier auch ein bisschen Augenbrauen-Highlight ganz vorsichtig rein. Nur ein ganz kleines bisschen, ist nicht zu viel. Dann noch ein bisschen was auf die Nasenspitze. Auch das Lippenherz. Ein bisschen aufs Kinn. So, so glänze ich jetzt und meine Nase glänzt echt extrem. Also da habe ich mal wieder übertrieben. Aber ich mag das so gerne. Richtig geiles Produkt. Also, ne, ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Ich kann euch den auf jeden Fall empfehlen. Der und jetzt habe ich hier von Fenty Beauty einen Lipgloss, den ich ja unfassbar schön finde. Ne? Das ist Fenty Glow Gloss Bomb. Und ja, den trage ich mir doch jetzt mal auf. So sieht der aus. Kommt in einem ziemlich großen Füßchen. Und dass der jetzt ein bisschen dezenter ist, passt auch zu diesem krassen Augenlook, ne? Dass man das halt nicht zu heftig hat. Heftig hier, heftig da, wäre ein bisschen zu heftig. Ja, und der Gloss gefällt mir richtig gut. Der gibt dem Ganzen nochmal so ein bisschen was Sanfteres und ja, rundet das Ganze echt ab. Also der klebt auch nicht, der fühlt sich schön auf den Lippen an. Ja. Ich bin hin und weg. Der riecht gut, der schmeckt gut, der fühlt sich toll an. Ja, also auch von dem Gloss bin ich vollkommen begeistert. Ja, so sieht jetzt der fertige Look aus. Ich persönlich finde den Look mega geil. Also ich finde es echt schön. So würde ich tatsächlich ja feiern gehen. Ne? Also das ist jetzt für mich kein Look, wo ich sage, Alltagslook, so gehe ich jetzt einkaufen oder tanken oder so. Ja, die Foundation könnte etwas dunkler sein, aber ich finde, durch Bronzer und Contour wird das Ganze noch so ein bisschen dunkler gehalten und sieht dann nicht zu extrem aus. Aber ja, ich bin begeistert. Ich liebe die Produkte. Ich werde sie alle verwenden. So, ich habe jetzt nicht wirklich meine Haare gestylt oder sonst irgendwas. Deswegen sehen sie jetzt so aus, wie sie nun mal aussehen. Ja, das wäre jetzt der Look Party Night, würde ich mal so sagen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!